Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Ihr fragt euch jetzt, warum stehe ich hier vor? Ganz einfach, ich sollte offenbar zurückreisen und Lumius hatte mich direkt angesprochen, als ich ins Dorf kam. Ich habe übrigens schon Sternstücke und so alles verkauft. Und der wollte einfach nur, dass ich hier reingehe. Ich habe auch noch eben kurz den Pokédex bis zum nächsten Rang fertig gemacht, weil das waren ja nur noch so 90 Punkte ungefähr. Und das habe ich einfach mal eben schnell gemacht. Wir sollen zu dem Leiter umgehen, aber vorher. Das Wichtigste zuerst. Machen wir erstmal das hier. Ein Mitgliedsrang. Ja, Hälfte schon abgeschlossen. Ich hoffe, ich kriege jetzt die besseren Federbälle. Flügelbälle. Und ich kriege natürlich jetzt höhere Belohnungen. Eine Apikoko, ja. Halt einfach nur, dass ich jetzt bessere Federbälle habe. Und ich werde eben kurz meine Tasche hier erweitern. Zweimal sollte ich dazu in der Lage sein. Bei mehr Platz ist mehr Items. So, und 6000 habe ich noch über. Die werde ich gleich in Aquana bei der Attackenfrau hier investieren, dass das auch ein paar Attacken mehr hat. Ich denke mal, das nächste ist 14.000 oder 15.000. Weil mittlerweile steigt das so um 2000 immer. So, rein da. Oh, was macht Wobashi eigentlich hier? Oh, Dressella. Eine Königin? Ja, Dressella sind immer weiblich. Es gibt kein männliches. Und es gibt irgendwie männliche Gardevoirs, was mich immer mega verwirrt. Wir müssen auf jeden Fall hier die Königin beruhigen. Das wird lustig. Kommt man aber nicht drum herum, ne? Ich kann Ursaluna rufen. Ja, Ursaluna war ja recht einfach. Und Dressella. Ja, sollte ich eigentlich auch easy besiegen können. Ist doch ein Pflanzen-Pokémon. Okay. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wir sehen uns im roten Sumpflauf wieder übrigens. Oh, hallihallo, meine lieben Leute, ne? Also, ihr habt es eventuell gemerkt, aber ich bin hier in einer neuen Aufnahmesession, weil ich in der letzten nicht den Typen gefunden habe und ich das dann eine Woche lang nicht weitergemacht habe. Aber ich mache jetzt hier direkt weiter. Ich habe ihn nämlich heute endlich gefunden. Ist wirklich so eine Woche Unterschied zwischen den 4 Minuten ungefähr, die ihr gesehen habt, und dem, was jetzt hier kommt. Das merkt ihr allein schon an der Farbe, die meinen Charakter hat. Im Übrigen, ich muss mal kurz erwähnen, der Ursaluna, der war für die Suche absolut nutzlos. Wirklich nutzlos wie sonst was. Dadurch habe ich Hinatsu nie ihn gefunden. Ich habe ihn wirklich nur per Zufall gefunden.
Also, weder Usalune noch irgendwelcher Geruch hat mir auch nur entferntesten geholfen, dich zu finden. Ach, wir wollten doch nur helfen. Cresselia. Wer könnte das nur sein? Auf jeden Fall wieder ein neues Pokémon. Oder? Nee. Das Pokémon kommt mir bekannt vor. Ich komme gerade noch nicht drauf. Er hat sich verstaut. Oh, Usaluna konnte ich ihm gut helfen. Ah, wir haben den nächsten Bosskampf auch direkt vor uns. Ja, das ist das Wichtigste. Wo kommst du eigentlich auf einmal her? Ja. Ich weiß ja schon, wo das ist. Ich habe alles abgesucht und dabei das gesehen. Im Ernst, ich bin über die ganze Map. Das ist kein Witz. Usalona ist absolut nutzlos für diese Suche. Einfach für die Karte, damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Konzentriert euch nicht darauf, was Usalona sagt. Dadurch findet ihr die niemals. Hier ist die. So, da oben muss ich hin. Wir sehen uns dort. So, Leute. Jetzt bin ich wieder für euch verfügbar. Zeit für einen Bosskampf, der sich gewaschen hat. Warte. Wir müssen unser Team noch vorher anpassen. Ich habe nur einen, der gegen Pflanzen-Pokémon gut ist gerade. Aquana bleibt ganz hinten. Arboretos lasse ich noch vorne und Kadabra. Luxra und Aquana sind hier die nutzlosesten tatsächlich. Aber mit meinem Team sollte ich das eigentlich schaffen können. Nee, ich dachte, du hast dir den Fuß verstaucht, Mädel. Let's go. Sag ich ja nur, ne? Das wird bestimmt lustig. Ich weiß ja, dass ich die nicht fangen kann. Und ich höre es. Warte mal. So, damit ihr es anständig sehen könnt. Ein schönes Pokémon. Ich will's haben. Das wird bestimmt ein anstrengender Kampf. Ja, wie man Angriffen ausweicht, weiß ich schon. Es ist ein Level 30er Pokémon. Ah! Aua, das Vieh hüpft halt genau auf mich.
bin zu früh ausgewichen. Ich muss das kurz bevor sie landet machen. Oh Gott. Aua, das hat weh getan. Aufpassen. Das macht die zweimal. Ich guck mal, meine Pokémon sind gar nicht nötig. Achtung! Amoretos! Machen wir es fertig! Oh, Energieball! Gut, dass ich den Pflanzen-Pokémon gerade in den Kampf geschickt habe. Ey, Luftschnitt! Ich kämpfe nochmal. Los! Mach es fertig! Du warst easy. Wirklich, war der andere Boss ja heftiger. Schluck! Ist schön, dass man die Viecher dadurch beruhigt, dass man denen was an den Kopf wirft. Ah, jetzt kommt es mir bekannt vor. Alle haben Level-Ups bekommen. Eine Wiesentafel. Nice. Geht hier ja nicht. Ich hätte gerade gesagt, das könnte ich ja meinem Pokémon ausrüsten, meinen Arboretos, aber das geht hier ja nicht. Ach, das war doch kein Problem. Wirklich, überhaupt nicht. Das ist eine sehr schöne Weisheit. Ja, wenn man sich nicht helfen lassen will, ne? Ist ja auch klar, dass es dann nur schief geht. Super. Schön, dass ihr euch alle vertragen habt. Okay. Ja, ihr solltet halt euch mal wirklich reinhängen als Pokémon-Trainer. Das ist halt das, was ihr mal machen müsstet. Gern geschehen. Ja, da hast du recht. Nee, der Blitz war da schuld. Stellt euch mal vor, diese Pokémon könnten alle menschliche Sprache sprechen. Das wäre doch schön. So, Denbuku berichten wir aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!